Willkommen, Freunde, zum letzten Tag des Oster-Events, zumindest in den letzten 24 Stunden. Den ersten 17 Stunden beendet sich dieses Event und das werden wir natürlich noch ein bisschen ausnutzen, indem wir ein paar Diamantkisten erfarmen. Das werden wir heute auch tun. Wir werden sehr exzellente, schwierige Missionen durchführen, die wir sicherlich alle schaffen werden, um immer fleißig Eier zu bekommen. Ja, guten Tag. Na, 27 Eier fehlen mir noch. Wir werden... Benjamin! Benjamin ist im Haus. So, schaffen wir denn auch... Unwahrscheinlich, oder? Wir haben gestern für uns so alleine ein paar Missionen gemacht, zum Beispiel verfluchte Pfützen haben wir, glaube ich, auch schwer gemacht, Matschpfützen auch schwer. Und es wäre natürlich super, wenn wir... Ich glaube, wir müssen tatsächlich Experten-Maps machen. Wir müssen diese Mission schaffen, Leute. Wir müssen sie schaffen. Es gibt keine Alternative... Oh, 100. Runde 100. 48 Eier. Okay. Wollen wir lieber Doppel-GP-Mobs machen? Also... Mobs haben doppelte Gesundheit oder unplatzbar bis Runde 100. Ich glaube, wir sollten das lassen. Doch, lass Autsch machen. Ich vertraue euch irgendwie nicht so richtig. Also ihr müsst aber auch, ja, ihr müsst dann ganz viele Insta-Affen und ganz viel Geld benutzen, damit wir nicht verlieren. Ja, das ist dann eure Aufgabe. Hoch die Hände, ein Stream um Osterende, ja. Askiam und Platz bei Doppel-GP. Okay, Doppel-GP-Mob ist derzeit am Start. Ich werde euch den Chat-Code in den Chat posten, nicht den Chat in den Code posten. Ihr müsst bereit sein, Geld auszugeben. Ingame-Geld. Eventuell könnt ihr ein paar Insta-Affen benutzen, wäre auch nicht verkehrt. Ich möchte diese 30 Eier haben, Leute. Vertrauen Sie mir am Start. Ja. Na dann, ich bin gespannt. Schauen wir mal, was hinkriegen. Koop, Autsch. Doppel. Ja, Rubik's Kalgon LP um Rob Modcraft. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Hey Marco, na. Mehr Medaillen immer gut. Wie bitte? Das überlebt keiner. Ja, schauen wir mal, Kargon. Schließlich überleben Waschmaschinen mit dir doch länger, oder? Wir haben... nice. Wir haben drei Benjamins. Ich gebe mal Kalgon-LP noch ein bisschen Gold für Benjamin dann. Hey Dragon, hey Lukas, moinsen Laurinas. Bei mir stand Spiel nicht gefunden. Dann ist das Spiel schon voll gewesen, Tim. Ich kopiere mal den ganzen Chat. Ich glaube, so viel Platz ist da nicht, oder? Oh, wenn wir jetzt noch Kalgon vielleicht noch ein bisschen Kohle geben, dann würde er entsprechend Benjamin setzen können. Sehr gut. Bin eher so der zurückhaltende Typ, der eher die anderen machen lässt. Aber wenn es nicht klappt, versuche ich auch mal mit reinzukommen. Ja, klar. Angel, macht das ruhig. Kein Thema. Wir haben 125 Leben. Das ist schon viel, muss man sagen. Wir kriegen das hin. Ja, kriegen wir hin. Ist eigentlich unser Mod da? Unser Bot? Ja, der Bot ist da. Gut. Wir haben Runde 1 schon mal einen Plutonium-Reaktor, eine ballistische Rakete, einen Sonderavatar und eine Monometer Reichweite und noch einen Superaffen 010. Sehr nice. Hab gerade legendäre Nachhalt als Insta-Affen bekommen. Yeah, super. Sehr schön. Ja, Rubik's hat Oben, macht aber nichts. Das heißt, wir haben trotzdem dreimal Benjamin. Das reicht schon aus. Wie schnell soll ich denn bitte den Code eingeben? Innerhalb von 1 bis 2 Sekunden, nachdem er im Chat steht. Vorher, sonst wird dir leider nichts anderes übrig bleiben, gehe ich leider von aus. Aber Leute, wir haben ausdrücklich ein groß Jamie, nicht große Bloons. Wir haben noch ein. Na, wir haben noch ziemlich viele Medaillen vor uns, muss man sagen. Also es gibt schon noch einige Medaillen, die wir farmen müssen. Und selbst wenn wir alle Medaillen haben, können wir ja trotzdem...
können wir trotzdem weiterspielen, auch wenn ich die Medaille schon habe. Dann machen wir es vielleicht andersrum, dass ich euch joine. Aber es sind sicherlich noch 300... Eigentlich würde man sagen, 320 Medaillen haben wir bestimmt noch offen. 100 Singleplayer, der Rest... Koop. Dann komme ich ja nie rein. Ach, Tim, tut mir leid. Du kannst dir alle anderen mal nett fragen, ob sie so lange warten mit dem Code eingeben, bis du gejoint bist. Vielleicht hilft es ja was. Moin Operation Gaming, hey Olle. Na, wollte eigentlich Tempel setzen? Mach doch. Achso, du bist gar nicht drin. Ja, doof, wa? Das ist sehr ärgerlich. Hey FCC-Boss. Habe den wahren Songgott an den Staffen. Ja, Blitzy bringt leider noch nicht allzu viel, ne? Weil der wahre Sonnengott als Insta-Affen ziemlich schwach ist. Komm, jetzt setzen wir oben noch. Was soll ich dazu sagen? Gut, sagen wir nichts dazu. Dann setzt halt kein Oben. Hey, Melerona. So, das heißt, wir sollten wahrscheinlich, ja, richtig, Helikopter forcieren wir auf jeden Fall. Was ich ganz gerne machen möchte, ist halt den Zauberaffen auf 402 zu bringen, um wahnsinnig viel Schaden an den Moabs machen zu können. Moin Simon, Dachchen. Na, wie war eure Woche so gewesen? Wie habt ihr die vier freien Tage so verbracht an Ostern? Darky, danke für alles. Mann, ich versuche gerade alle Maps auf dem schwarzen Arm zu machen. Manchmal kann ich es nicht ohne dich. Kein Ding, Nguyen, kein Ding. Gerne. War zu Hause mit Familie. Mit dem Event. Das ist eine gute Antwort. Hey, Sakulare. Habe deinen Tipp befolgt und die Steam-Version gekauft und habe jetzt schon 8 schwarze Ränge, weil mein Spiel nicht abstürzt. Sehr gut. Freut mich für dich. Warum ist Oben nicht bei mir? Hm? Na, da muss ich hier noch einen Magier hinsetzen. Ah. Das ist ja bedauerlich. Schade, dass Oben nicht hier steht, weil er hätte nämlich den Sonnen-Superaffen und meinen Affen boosten können. Das wäre sehr praktisch gewesen. Naja. Hey, Dean. Robote mit panzerbrechenden Pfeile, ja, ist auch noch am Start. Wird schwierig werden. Ich bin mit zu meinem Bruder gefahren, der in Quarantäne ist. Das ist ja eklig. Also, gute Besserung und so, ne? Aber Quarantäne ist schon ziemlich räudig. Ich habe die Tage viele Fahrradtouren gemacht. Sehr vorbildlich. Ich bin die Tage auch tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren. Am Samstag, glaube ich. Samstag? Samstagnachmittag, glaube ich. Und habe mir dabei meinen Reifen geplättet. Ich bin über scheinbar was Metallisches gefahren. Und das hat mir komplett den Reifen zerfetzt. Ja, gut, was heißt komplett Reifen zerfetzt? Ne? So ein kleines Loch ist drin gewesen. Komplett Reifen zerfetzt. Und da habe ich heute Morgen mein Rad hingebracht und durfte mir für 30 Euro einen neuen Reifen. Ich glaube, nur einen Mantel hat er mir raufgemacht. Ich glaube, der Reifen kostet 60 und ich habe nur 30 bezahlt. Ich glaube, der hat nur den Mantel neu gemacht. Uff, nur 30 Euro. YouTube man hier regelt. Kann ich jetzt wieder Fahrrad fahren? Geil! Wie wechselt man den Namen? Keine Ahnung. Mein Gott, hast du mich gerade erschreckt, als du meinen Namen gesagt hast. Warum denn das, Dean? Wie kann ich dich denn dabei erschrecken? Siehst du, dass ich schreibe? Tue ich, Karin. Tue ich. Ich glaube, wir kriegen nicht genügend Gold bis dahin, ha? Huh? Wir bräuchten noch 2000, 3000 Gold jetzt. Ich glaube, das kriegen wir in einer Runde nicht hin.
Soll ich doch tatsächlich mal sagen, dass ich P4 etwas Geld gebe, weil sonst können wir nämlich nicht gewinnen. P3 kriegt meinetwegen auch noch was. Und da möchte ich auch noch ein U-Boot hinsetzen. Mit Panzerbrecht. Okay. Hey, Gattaxi! Mein 5-jähriger Cousin hat mir und meiner Schwester Kinderüberraschung gegeben. Das war voll süß. Ach nein, wie süß. Ja, stimmt, es war ja Ostern. Ah. Es war so deprimierend, alleine zu sein. Ich habe zwei Legendäre, das 4-Tieres gezogen. GZ-Wire. Ich bin leider auch nicht so lucky. Cousin, ha, diese Rechtschreibung. Ist aber auch fies, Plasma, ha? Immer nur mobben. Hast du meinen Fan hat gesehen? Habe ich gesehen, Baum. Ich konnte nur irgendwie nicht richtig deuten, was das sein soll. Ich war etwas irritiert. Den Namen kann man in BT6 nur ändern, wenn man ihn auf Steam ändert. Wenn du auf Mobile spielst, gar nicht, wer auch immer gefragt hat, schreibt Dark Lightning. Mir ist das ziemlich egal, weil wenn ich mir einen Namen gebe, dann habe ich diesen Namen bis an mein Lebensende, ja? Wie auch normal. Ich wüsste nicht, warum ich einen Namen wechseln sollte. Gibt es feste Streamzeiten? Leider nein, Gattaxi, weil es immer sehr davon abhängt, ob ich Lust habe. Und manchmal gibt es tatsächlich so Tage, sowas wie... Haben wir gestern irgendwas gemacht? Ne, gestern... Ich glaube, irgendein Tag letzte Woche. Ich habe an diesem Tag einfach nichts für YouTube getan. Nicht ein Video aufgenommen. Ich glaube, nicht mehr Kommentare beantwortet. Nichts getan, außer Serien gesuchtet. Und dann gibt es halt auch wieder so Tage, wo ich 3 Streams am Tag mache. So wie... Ich glaube, das war Sonntag, oder? Wo wir 3 Streams gemacht hatten. Angespielt. Spore angespielt. Irgendwie so. Das ist immer unterschiedlich. Ich mache das immer nach Gefühl, weißt du? Wenn ich feste Streamzeiten habe, dann setze ich mich so sehr selbst unter Druck und da habe ich keinen Bock drauf. Ey, guck mal, da steht der Open. Wie weit bist du im Osterevent? Ach ja. Vielen Dank für den Hinweis. So, wir bräuchten hier vorne noch ein bisschen Range. Ein bisschen Range, weißt du, hier vorne, damit wir gleich angreifen können, wenn die schon herkommen. Dafür werden wir nutzen einen Klebi, würde ich sagen. Was auch immer dort kommt, wird verlangsamt und wir kriegen automatisch... Außer natürlich bei Tarnballons. Aber finde ich den tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ne, der ist, glaube ich, ganz gut. Ich finde den wirklich gut. Hier oben haben wir schon... Das ist alles sehr, sehr gut. Nicht schlecht, der ist ja gar nicht doof, ey. Das ist ja gar nicht so doof, wie ich immer über Rum erzähle. Mann, Mann, Mann. So, dann würde ich sagen, setzen wir hier mal eine Nagelfabrik hin. Gestern wäre ein später angespieltes Stream geil gewesen. Ihr wisst aber schon, dass heute wieder ein Arbeitstag ist und dass ich arbeiten muss. Und nicht frei habe wie ihr Schulkinder. Warum spendest du immer, anstatt deine Sachen abzugraden? Immer. Ich spende immer, weil ich ja nie irgendwas kaufe. Ich habe noch nie irgendwas gekauft, ich spende immer. Ich würde tatsächlich klärende Nägel ganz gerne haben, weil es einfach geiler aussieht, aber... Oder tödliche Nägel? Na, schwierig, ja. Ah, das ist aber eine schwierige Entscheidung. Nagelwelt finde ich ganz geil gegen Keramiks. Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich nehme den, das ist okay. Wie findest du den XX5-Pionier? 64.800 kostet die Falle, ist ein bisschen teuer. Die Blumenfalle hingegen finde ich cool. Aber ich benutze ihn kaum, den Pionier. Was hältst du von der Kiste, die heute aus dem Shop gegangen ist, die für 42 Euro? Keine Ahnung, Rob Gamer. Die, wo 5 Milliarden Gold drin sind und 20 Trilliarden T5-Affen. Meinst du das? Würde ich eh nicht auf die Idee kommen, das zu kaufen. Deswegen ist das völlig egal, was ich darüber denke. Ich bin Larry Potter. Ah, ich wusste noch, wie kommt mir dein Avatar so bläulich bekannt vor, aber... Okay. Kann ich vielleicht mal zu Schwammen spielen? Wie bitte?
Was ist dein bester Insta-Affe? Einmal hier ein 205er, ein legendärer. Hier ein 205er Plantage und eine 205er Nagelfabrik habe ich. Damit kann ich aufwarten. Oh, ein bisschen langsamer. Oh, easy. Oh, Verzeihung, ich habe wieder langsam gemacht. Mein Fehler. Wie viele Runden halten die Permastacheln? Die halten eine bestimmte Anzahl an Sekunden, bin ich der Meinung. Keine Anzahl an Runden, sondern ich glaube so 300 Sekunden halten die, glaube ich, also 5 Minuten. Wobei natürlich, wenn man den doppelten oder dreifachen Speed anhat, enthalten sie entsprechend nur noch 1,5 Minuten Echtzeit. Na wirklich, freuen wir nicht, auch wenn das viele denken, Lehre betreiben lassen. Und ja, das verstehe ich. Aber ihr könnt ausschlafen. Ich hingegen war schon um 6.30 Uhr wach. Mit einem halb geöffneten Auge zu meinem Laptop geschlendert, hab angemacht. Und hab entspannt angefangen. Wie man es so macht, wenn man von zu Hause aus arbeitet, oder? Wie viele Insta-Affen hast du insgesamt? Pfff, zähl mal nach. Da, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Ah, viel zu viele. Ich würde mal sagen, die. Ich kann die mal schätzen. Sag mal 50 pro Stück. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ich denke, wir sind bei etwa 900, 815, 900 Insta-Affen. Das passt in etwa, würde ich sagen. Ich finde es in Apache Prime. Cool. Welchen Anime guckst du gerade? Ich gucke gerade Naruto. Und ich bin bald bei Naruto Shippuden angekommen. Moin, halbe Welt, ne? Welche Serien findest du empfehlenswert? Ich kann euch die Serie Suits empfehlen, die Rechtsanwaltsserie. Die ist delikat, Leute. Die ist einfach nur köstlich. Und die ist einfach die geilste Serie, die ich bisher gesehen habe. Da kann ich meistens nicht aufhören zu suchten. Das ist total schlimm. Das ist Doppel-GP-Mobs. Das heißt, alle Zeppeline haben doppelt so viel Leben. Hau rein, Homer. Bis zum nächsten Mal. Hi, Mitch. Ausschaffen. Ha, den Luxus, den ich nicht habe. Och, ich könnte mir den schon gönnen, Caro. Und herzlich willkommen, Caro, ne? Aber wenn ich halt länger schlafe, muss ich halt länger arbeiten. Ist auch wieder nicht so geil, ne? Oh mein Gott, hast du viele Insta-Affen. Ja, sammelt sich so. Spielst du eigentlich mit dem doppelten Geldmodus? Nope, habe ich nicht mal gekauft. Sowas brauche ich nicht. Ich muss jeden Tag was für die Schule machen, mein Vater weckt mich um 6. So muss es sein. Und wenn die Antworten nicht richtig sind, ihr wisst es, ne? Dann wird der gute alte Rohrstock wieder rausgeholt. Viele kennen den von euch gar nicht mehr. Ich kenne ihn übrigens auch nicht. Zumindest nicht im Einsatz. Ach, mein Chat ist hängen geblieben. Ja, dachte ich mir schon wieder. Oh Gott, YouTube, manchmal bist du echt. Suits ist wirklich geil. Lucifer ist auch im VR. Lucifer habe ich gesehen. Die ersten ein, zwei Folgen. Ist das so ähnlich wie Supernatural? War es auch nicht so mein Genre. Ich bin aufgeschaltet, dass du Naruto gesagt hast, da ich auch Naruto gucke. Magic! Chill, komm, lachen. Hau rein, Larry Potter. Jetzt hast du die da umbenannt. Wann kommen die Videos von dem Stream? Wird sicherlich anderthalb Monate dauern. Nein, Moritz. Hast du jetzt zur Dia-Kiste gesucht? Ja, haben wir, Streflex. Wir haben zusammen auf meinem Discord-Server Koop gespielt, ganz viele. Ich habe sicherlich 100 Medaillen gefarmt. Meistens die ganzen kleinen, leichten, leicht, mittel, also eigentlich alles leicht und mittel. Außer auf den Experten-Maps, Aplatzolips, das habe ich noch übrig gelassen für uns zusammen. Also für den Stream. Aber ansonsten, ich habe wahnsinnig viele Missionen gemacht und ich bin glücklich darüber. Sehr lobenswert, dass du ohne spielst. Wie viel Geld hast du schon in Blooms gesteckt? Warte, Mika. Führe deinen Daumen zu deinem Zeigefinger. An derselben Hand führe deinen Daumen zu deinem Zeigefinger. Und diese Summe, wenn du durchguckst, diese Summe habe ich ausgegeben für das Spiel. Führe deinen Daumen zu deinem Zeigefinger. Ah, das klingt schon ein bisschen psychopathisch. Ich hätte gedacht, P4 würde mal den Heli ausbauen, aber ich weiß gar nicht genau. Irgendwo anders hängen wir scheinbar.
Naruto habe ich komplett durch. Ich eigentlich auch, Karo, aber ich wollte es nochmal angucken, bevor ich Shippuden anfange. Weil ich ziemlich viele Teile der Story vergessen habe. Jetzt ein Stundstream, ich glaube, bei dir hackt es wohl eher. Geht der schwarze Sonnentempel auch in Sandboxen? Nein. Und man braucht doch, es kann nur einen geben, oder? Ja. Wieso lädt es ziemlich nachträglich auch? Usopp, weil das aus YouTuber-Sicht absolut ineffizient ist. Ich glaube 69 Euro. Was passiert mit deiner Hand, wenn du den Daumen zu deinem Zeigefinger bringst und dann eine 69 draus kommt? Achso, war eine 6 Stunde, 6 sehe ich. Und wenn ich es andersrum mache? Tatsächlich eine 69, ist ja geil. Wenn ich meine andere Hand umdrehe. Nicht schlecht. Nicht schlecht! Was ist der Befehl für Infos über dich? Ausrufezeichen Fragen, Thomas. Boruto bin ich auch bei der aktuellen Folge. Ja, ich habe noch vieles andere vorher geschaut gehabt, Karo. Außerdem hatte ich Netflix noch nicht so lange. Bei Amazon Prime gab es da zum Beispiel Naruto nicht, ne? Was ziemlich bekloppt ist. Moin, kenne ich schon seit 10 Kamos. Hey, Mark. Ich habe noch kein Anime geschaut. Empfiehlst du es mir? Also, es Animes anzugucken, grundsätzlich empfehle ich jedem, wer darauf steht. No Game No Life, Assassination Classroom, Death Note, Sword Art Online, super gute Animes. Sag mal, Alexa, schalte den Fernseher an. Alexa, Musik volle Lautstärke. Alexa, rufe Mama an. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich find's nur witzig. Es gibt einen krassen Bug, den kenne ich. Brauchst mir gar nicht erzählen. Kenne ich, interessiert mich aber nicht, weil ich einfach kein Bug-User bin. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal zeigen, wenn ich der Meinung bin, dass das Spiel nicht kaputt macht. Netflix, The Irregular at Magic High School. Ja, habe ich auch schon reingeschaut, Karo. Gefällt mir nicht so. Bin ich nicht sehr der Fan von. Danke, spielst du auch mal Koop wieder? Nee, halbe Welt, ich spiele heute, wie du siehst, nur Singleplayer. Vier Helden kann ich in meinen Run mit reinnehmen, das ist echt cool. Ja, und ich kann mir zum Beispiel selber Geld spenden und ich habe 4 Accounts. Die heißen alle unterschiedlich. Mein Alexa reagiert, lass das. Mein Alexa ist angegangen, okay. Was gibt's sonst noch so? Ja, der Stream wäre dann nicht jugendfrei, wenn ich das sagen würde. Worauf empfiehlst du mir, Bloons zu spielen? Auf dem Computer, Elias. Am besten in der Steam-Version, Ausrufezeichen Version mal in den Chat schreiben. Leute, wir haben 30 Eier bekommen. Danke fürs Mitspielen, Leute. Und wir kriegen eine Diamantkiste. Ich will sie nicht öffnen. Ich will nicht. Na scheiße aber auch. Niemals krieg ich was Goldenes. Ein 003 Freiburg-Hafen, ein 104 Reißnagelwerfer und einen 402 Reißnagelwerfer. Wir haben immer noch kein Level Up.